Ja, meine Damen und Herren, wir heißen Sie willkommen. Es geht um 10 Jahre Wissensmanagement, Wissensaustausch im Siemens Intranet mit References Plus. Und was das References Plus ist, möchte ich Ihnen einleitend mit einem 2-minütigen Kurzvideo zeigen. Viel Spaß dabei. Wenn es geht. Bisher war der Zugriff auf Wissen oft schwierig. Natürlich kann man Kollegen vor Ort fragen. Und es gibt Bücher, Briefe, E-Mail und Telefone. Aber all das ist zeitaufwendig und mühsam, das Ergebnis selten vollständig. Stellen Sie sich vor, Ihnen fehlt wichtiges Wissen für ein Projekt, an dem Sie gerade arbeiten. Und auf der anderen Seite der Welt gibt es einen Kollegen, der genau dieses Wissen hat. Vielleicht hat jemand noch eine geniale Idee für Ihr Projekt, mit der Sie nie gerechnet hätten. Doch das wissen Sie nicht. Oder zumindest noch nicht. Jetzt finden Sie ganz einfach heraus, wer im Unternehmen Ihnen weiterhelfen kann. Zusammen können Sie Großes schaffen. Mit References Plus finden Sie Projektbeschreibungen, Informationen zu Lösungen und Services, Best Practices und Lessons Learned. So können Sie jederzeit auf die persönlichen Erfahrungen vieler Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen. Divisionsübergreifend und weltweit. Sie können zum Beispiel nach Referenzen in einer bestimmten Branche, mit einer bestimmten Technologie und in einer bestimmten Region suchen. Oder haben Sie eine dringende Frage? Mit References Plus können Sie die Frage im Urgent Requests Forum an viele tausend Kollegen stellen. 90% dieser Anfragen werden schon innerhalb der ersten 24 Stunden beantwortet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Frage technischer Natur ist, sich auf ein Projekt bezieht oder einen Prozess betrifft. Wählen Sie gezielt die Themen aus, die für Sie relevant sind. Bleiben Sie mit References Plus immer auf dem Laufenden. Sie können interessante Beiträge als E-Mail oder RSS-Feed abonnieren. So sind Sie jederzeit über Neuigkeiten zu Produkten und Projekten sowie über aktuelle Trends im Bilde. Knüpfen Sie neue Kontakte, profitieren Sie von umfangreichem Expertenwissen und teilen Sie Ihr Wissen. In referencesplus.siemens.com. So, es geht um Wissensaustausch über organisatorische. Hoppala. Über organisatorische, hierarchische und auch geografische Grenzen. Und dazu gibt es innerhalb des Siemens Intranet seit 10 Jahren die Applikation References Plus. Mein Name ist Johannes Müller. Ich spreche jetzt weder Englisch, wie die Folien da vielleicht vermuten lassen, noch Schweizerdeutsch, wie mein Arbeitsort vermuten lässt zu Ihnen. Ich beschränke mich auf Bayerisch. Ich bin seit 17 Jahren im Unternehmen bei Siemens, war lange Zeit in München, ein Teil des Sharenet-Teams. Sharenet war ja zumindest nach meinem Kenntnisstand eine der ersten unternehmensweiten Social Media oder Collaboration Plattforms. Die gab es seit 1999. Und im Zuge großer Veränderungen im Unternehmen bin ich dann Anfang 2005 in die Schweiz zur Building Technologies Division gewechselt. Mit dem Auftrag, eine Projekt- und Lösungsdatenbank für ein Business Unit, also nur einen Teil der Division Building Technologies, aufzubauen. Und was damals ganz klein für einen kleinen Unternehmensbereich mit einer kleinen Zielsetzung, nämlich nur Projekte, Lösungen zu dokumentieren, begann, hat sich im Lauf der Jahre, also jetzt eines Jahrzehnts, richtig organisch gewachsen gewissermaßen, bottom-up-mäßig zu einer ja schon divisionsübergreifenden Community-Plattform gewandelt, die eben seit 2012 den Namen References Plus trägt. References Plus ist eine Social Media Application, noch mit dem Schlagwort Web 2.0. Und interessanterweise, ich habe vor 2 Wochen dieselbe Slide gezeigt vor Studenten, so ja, 20, 22 Jahre. Ich habe die Erfahrung gemacht, Junge können mit dem Ausdruck Web 2.0 gar nichts anfangen. Für die ist einfach das Web 2.0. Also der User-Generated Content gehört für die zum Web ganz normal dazu.
Und diesen Umstieg von eher so diesem Broadcasting-Ansatz, dem Web 1.0, hin zum User-Generated Content, ist für viele der Digital Natives eigentlich, ja, das verstehen die gar nicht. Für die gibt es das Web gar nicht anders. Es geht nicht darum, Dokumente, Files irgendwie redigiert zu speichern, sondern es geht darum, mit References Plus eine Art Kommunikationsplattform, ein Social Media, eine Networking-Plattform zu bieten, um Mitarbeitende miteinander in Kontakt zu bringen, ins Gespräch zu bringen. Dass einer, der ein Problem hat, mit dem zusammenkommt, der ihm bei der Lösung dieses Problems helfen kann. Und ob dieser Wissensaustausch, der Wissenstransfer dann direkt über die Plattform mittels eines Postings stattfindet oder über bilaterale Kanäle, über Telefon, E-Mail oder falls möglich einem persönlichen Treffen zustande kommt, das ist dann den Stakeholders selber überlassen. Also das heißt, in den Urgent Requests kann man schön sehen, wer auf welchen Urgent Request geantwortet hat, wie viele Antworten in welcher Zeit eingingen. Aber die Dunkelziffer, im positiven Sinn gesehen, ist wesentlich größer, da also viele Urgent Requests über E-Mail oder Telefon beantwortet werden. Wir verfolgen im Wesentlichen drei Ziele. Zum einen wollen wir mit dem Web 2.0-Ansatz es ermöglichen, dass Mitarbeitende weltweit schnell an Wissen aus erster Hand kommen. Wissen aus erster Hand, im Wesentlichen über Kundenprojekte, über Lösungen, über Servicemodule, über Best Practices, wo haben wir welche Prozesse verbessert, was läuft besonders gut, aber natürlich auch Lessons learned, wo ist mal was nicht so gut gelaufen und vor allem, was haben wir daraus gelernt. Und was ich schon angesprochen habe, eben ein Raum für Fragen und Antworten, ein Diskussionsforum mit dem Namen Urgent Requests, das eigentlich auch sehr, sehr gut läuft in References Plus. Neben dem Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen aus erster Hand verfolgt References Plus aber auch die Möglichkeit, dass man schnell an erfahrene Kollegen und Experten herankommt. Oftmals ist es so, ich habe ein, sagen wir mal, technisches Problem oder vielleicht auch, ich suche einen Mitarbeiter, der einen Kontakt zu einem bestimmten Unternehmen oder einem bestimmten Kunden herstellen kann. Und da ist es natürlich auch nützlich, nicht nur das Wissen zu finden, sondern auch denjenigen oder diejenige, die eben dieses Wissen bieten kann. Der Zugang zu erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Und last but not least, was wir alle gerne tun und sowohl im privaten als auch im Unternehmenskontext wichtig ist, wir wollen dazugehören. Wir wollen Teil einer Community sein, wir wollen unser Netzwerk bilden und dieselben Networking-Funktionen wie ein Xing, ein Facebook oder ein Twitter, nämlich dass man anderen folgen kann und damit ein Netzwerk aufbauen kann und auch das Netzwerk anderer Mitglieder sehen kann, bietet References Plus in gleicher Weise. Siemens ist heute unterteilt in 9 große geschäftsführende Divisionen plus ein sogenanntes Special Business. Das ist dann Healthcare, hat einen rechtlichen Hintergrund, aber sagen wir mal, das sind so diese 10 großen organisatorischen Einheiten. Dazu kommen noch diverse unternehmensweite, zentrale und auch regionale Funktionen. So bietet sich die Unternehmensstruktur heute mit etwa 340.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern der Welt. Einige dieser Unternehmenseinheiten habe ich jetzt hier auf diesem Slide orange hinterlegt. Diese Unternehmenseinheiten bilden Communities, so die primären Zielgruppen von References Plus. Was aber nicht heißt, dass ein Mitarbeitender von Financial Services oder Healthcare nicht auf References Plus zugreifen kann. Ganz im Gegenteil. Seit 10 Jahren, also wirklich seit Beginn, ist References Plus für alle Siemens-Mitarbeitenden mit Zugang zum Intranet offen. Das heißt, jeder kann teilnehmen, ganz egal in welcher Unternehmenseinheit oder in welchem Land der Welt er sich befindet. Es gibt auch keine abgeschlossenen Wissensräume, also abgeschlossene Communities, wie man es von anderen Plattformen oder Communities kennt, sind in References Plus bewusst unbekannt, bewusst nicht möglich. Also das heißt, alle Nutzer können alle Inhalte lesen. Mittlerweile sind ungefähr 14.000 Mitarbeitende in References Plus registriert. Das sind auch wirklich aktive Mitarbeiter, da diese Zahl ständig, so ungefähr alle 2 bis 3 Wochen, mit unserem zentralen Siemens Mitarbeiter Directory abgeglichen wird. Nutzer von References Plus, die das Unternehmen verlassen, werden nicht gelöscht, sondern die Accounts werden deaktiviert.
Denn jemand, der einen Beitrag leistet, bleibt ja auch als Autor dieses Beitrags bestehen. Also es ist dann nicht zweckmäßig, den Beitrag zu löschen, aber er wird deaktiviert und als solcher gekennzeichnet. Diese 14.000 registrierten Community-Mitglieder sind in über 80 Ländern beheimatet. Also es ist wirklich eine große und auch internationale Community mittlerweile in References Plus beheimatet. Seit 10 Jahren gibt es die Plattform. Im Januar 2005 begann ich meine Tätigkeit bei der Building Technologies, hieß damals noch Siemens Building Technologies Group, und wie gesagt mit dem Aufbau einer Projekt- und Lösungsdatenbank mit dem ersten Arbeitstitel Projects at SES, SES als Abkürzung für die Business Unit Security Solutions, aufzubauen. Und dann gab es eigentlich jedes Jahr diverse Meilensteine. Also ich, 2006 wurde es dann interaktiv mit den Urgent Requests, mit Discussion Forums, mit E-Mail-Abonnements. 2007 baute ich die API von Google Maps ein, damit man die Projektlokationen auf einer Karte anzeigen kann. Es war auch das Jahr, als ich erstmals extern über References at SBT, wie es damals hieß, berichtete. Ich springe mal weiter, 2009 wurde das Microblog eingeführt, eigentlich so eins der ersten Microblogs im Unternehmenskontext, über das ich wiederholt mal mit Alex Stocker, der neben mir steht, auch Veröffentlichungen schrieb. 2012 öffnete sich dann References Plus aktiv auch für andere Divisionen. Es gab auch weitere Content- und Community-Manager, die sich dann in anderen Divisionen, bei der Energy Management, bei der Mobility, um Beiträge und die Community-Arbeit kümmerten. Ja, und mittlerweile, 10 Jahre sind vergangen, haben wir dieses Jahr nicht nur eine Expertise-Skill-Sharing-Funktion eingeführt, sondern auch als spezielle Kommunikations- und Incentivierungsmaßnahme einen Jubiläumswettbewerb, bei dem es auch kleine Preise zu gewinnen gibt, ausgerufen. Und auf das Jahr 2007 möchte ich nochmal in einer kleinen Retrospektive zurückkommen. Da war ich auch schon mal auf der NoTech. Vielleicht, ich weiß nicht, wer von Ihnen 2007 die NoTech besuchte, vielleicht haben Sie damals auch was von References at SBT gehört. Da habe ich die Anfänge dieser heute großen Community-Plattform dargestellt. Und die Prinzipien von damals, von vor 8 Jahren, die NoTech war damals eben in Frankfurt, nicht in Hanau, die gelten auch heute noch. Auch einige Designprinzipien der Homepage, die Sie hier sehen, mit dem CEO, mit einer klaren Botschaft an die Mitarbeitenden auf der Homepage. Das war mir auch ganz wichtig, dass unser Geschäftsführer da auch eine klare Message, ein klares Testimonial abgibt und die Mitarbeitenden auffordert, References Plus aktiv zum Wissensaustausch zu verwenden. Und diese CEO-Nachricht, die gibt es immer noch. Der CEO hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile ist der Matthias Rebellius unser Building Technology CEO. Aber sein Testimonial wird natürlich im Wechsel Zufallsgenerator gesteuert mit anderen CEO und Top-Management-Testimonials auf der Homepage angezeigt. Ich habe schon gesagt, es geht um den Wissens- und Erfahrungsaustausch, darum, dass man Experten finden kann und dass man sich im Unternehmen vernetzen kann. Und das geschieht nun über die Beiträge, die es in References Plus einzutragen und auch zu finden gibt. Derjenige, der was weiß, leistet einen Beitrag, eine Wissensreferenz, ich gehe glaub später noch darauf ein, einen Forumsbeitrag, und derjenige, der was wissen möchte, geht über die Suche, entweder über die Siemens-weite Suche oder über die References Plus Suche, findet den Beitrag nach Stichworten oder Metadaten und liest ihn. Aber natürlich kann der oder diejenige, die etwas wissen möchte, auch aktiv werden, ins Urgent Requests Forum gehen und eine Frage stellen. Und welche Beitragsarten gibt es nun in References Plus? Es ist einfach über den Lauf der 10 Jahre haben sich 4 Beitragsklassen herauskristallisiert. Zum einen gibt es Wissensreferenzen, die nun Kundenprojekte, Technologieinformationen, Business Excellence Cases, also die Best Practices und Lessons Learned beschreiben. Und die können nun von jedem Leser mit einem Feedback, mit einem Kommentar versehen werden, sogar ein optionales Rating mit einer Sterneskala kann dort angebracht werden. Parallel dazu gibt es Diskussionsforen. Das Urgent Requests Forum habe ich schon erwähnt, aber noch einige weitere fachliche, technologische oder methodologische Themen. Als dritten Content-Container gibt es das Microblog, ein Kurznachrichtendienst, so ähnlich wie Twitter oder Yammer, der sich dann seit 2009 in References Plus befindet. Und last but not least die Profilseiten, die ähnlich wie in Xing oder LinkedIn jedes Community-Mitglied mit einer eigenen Member-Page präsentieren.
Die Wissensreferenzen, jetzt gehe ich wieder auf den linken Block zurück, die haben eine kleine Besonderheit. Die können nicht von den Community-Mitgliedern direkt eingegeben und editiert werden. Das machen ausschließlich sogenannte Content- und Community-Administratoren. Für die Building Technology bin ich der Content- und Community-Administrator. Damit ist zwar ein komplizierter, ein ressourcenaufwendiger Prozess, damit stellen wir aber die Content-Qualität sicher, wie gesagt, weil wir eben nur einigermaßen gute Beiträge, sage ich einmal, die Hand und Fuß haben, die selbsterklärend sind, eine gute Beschreibung aufweisen, eben für References Plus zulassen. Ich werde öfters gefragt, ja, Herr Müller, jetzt haben wir da ein Angebotstool, Offering-Tool und wir haben ein Projekt-Dokumentationstool, wir haben PMCT, Project Management and Controlling-Tool, wir müssen dem Kunden auch noch eine Dokumentation schreiben. Warum braucht es noch das References Plus? Nochmal eine Plattform, wo wir irgendwelche Dinge eintragen müssen. Und SAP, unser Bestelltool, wo dann Stücklisten und die ganzen Projekte verbucht werden, das habe ich jetzt noch ganz außen vor gelassen. Es gibt viele Erfahrungen, Erlebnisse, auch diese Soft Facts entlang des Projektprozesses, die nicht in diesen Tools erfasst und dokumentiert werden. Eine ganz einfache Frage zum Beispiel, warum hat sich der Kunde überhaupt für uns als Siemens, als Lösungs- und Serviceanbieter entschieden, wird in diesen üblichen Dokumentationen gar nicht beantwortet. Auch eine ganz wichtige Frage am Ende des Projekts, ja, war denn der Kunde überhaupt zufrieden mit dem, was er gemacht hat? Und, darauf aufbauend, ist der Kunde auch noch willens, unsere Lösung anderen potenziellen interessierten Kunden zu zeigen und dabei nach Möglichkeit auch noch positiv über unser Unternehmen zu sprechen? Gibt es irgendwelche wiederverwendbaren Dokumente, Folien, PowerPoints, die ich herunterladen kann, abwandeln kann und für mein ähnlich gelagertes Projekt einsetzen kann und damit einfach schneller und vielleicht besser bin? Kann ich vielleicht von der implementierten Lösung etwas lernen und diese Lösung in abgewandelter Form für mein momentanes Projekt einsetzen? Derartige Antworten auf solche Fragen, die findet man in References Plus. Und die Projektmanager und Projektbeteiligte haben Möglichkeit, über References Plus diese Erfahrungen zu teilen. Jetzt werden wir mal als ganz kurzes Beispiel darauf eingehen, wie finde ich überhaupt eine solche Wissensreferenz, die zum Beispiel ein Kundenprojekt beschreibt. Gehe ich auf eine beliebige References Plus Seite, hier ist es mal die Homepage. Rechts oben im Site Explorer habe ich die wichtigsten Links, die wichtigsten Funktionen auf einen Blick zusammengefasst. Ich klicke auf Search References und komme auf eine bewusst ganz simpel und einfach gehaltene Eingabeseite, wo ich jetzt neben mehreren Metadaten, Schlagworten, jedes Wissensreferenz ist mit mehreren mehrdimensionalen Metadaten verschlagwortet und beziehungsweise oder einem Keyword, einem Stichwort, also Google-mäßig suchen kann. Und da habe ich mich jetzt mal als Beispiel für eine Suche entschieden, zeige mir Total Building Solutions Projekte, jetzt muss ich schauen, in Deutschland, genau. Legen dieses Suchprofil an, klicken auf List, kommen auf eine Listing-Seite, die schaut jetzt noch ein bisschen einfach aus, aber die hat schon einige Funktionen, die ganz interessant sind. Zum einen, oben wird noch einmal das Suchprofil gezeigt und dieses Suchprofil, das jetzt aus einem oder mehreren Filterparametern oder Kriterien bestehen kann, mit dem kann ich jetzt einiges machen, eben nicht nur die Projekte auflisten, sondern ich kann jetzt auch auf einer Google Maps oder Google Earth schauen, wo sind denn diese Projekte überhaupt in der Welt beheimatet. Wenn mich genau dieses Suchprofil interessiert für meine tägliche Arbeit, kann ich sagen, schick mir doch neue und geänderte Beiträge einmal in der Woche per E-Mail oder zeige sie mir in meinem Feedreader an. Ich kann mir die Liste von diesen Beiträgen als Excel herunterladen und zum Beispiel einem Kunden bei einem Angebotsprozess als Referenzliste beilegen. Das kann ich noch machen. Unten gibt es noch eine Dynamic Browsing-Möglichkeit. Da kann ich Filterkriterien nur mit Klicken hinzufügen oder wegnehmen, dass sich der Suchraum dynamisch vergrößert oder verkleinert. Und natürlich, was uns auch interessiert, ja, was ist denn in diesen Projekten genau beschrieben? Klicke ich auf so ein Projekt drauf, dann geht eine Projektseite auf, die immer aus mehreren Textfeldern besteht, eine Beschreibung der Lokation, was wollte der Kunde von uns, die Requirements, die Beschreibung der Lösung und der Services, der Mehrwert für den Kunden durch unsere Arbeit und was hier nicht drauf ist, auch eine Reasons for Success. Warum waren wir denn überhaupt erfolgreich? Was waren die ausschlaggebenden Argumente, dass sich der Kunde für uns entschieden hat?
Also es ist im Wesentlichen textliche Beschreibung, die man hier erteilen kann, natürlich auch verknüpft mit mehreren Metadaten. Technische Disziplin, vertikaler Markt, Land, auf das sich dieses Projekt bezieht, also Land der Projektlokation, Jahr der Fertigstellung, Projektwert, Auftragseingang und so weiter. Also mit diesen Metadaten kann ich eben zielgenau ähnliche Beiträge finden. Es ist möglich, Attachments hochzuladen, die können auch von jedem Typ sein. Es gibt zu jedem Beitrag mindestens einen bis maximal drei Wissensträger, die ich dann auch, wenn ich draufklicke, die Profilseite anschauen kann und eben ganz einfach kontaktieren kann. Es gibt ein Gebäudebild, wenn es da ist, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Und natürlich auch wie bei einer Liste von mehreren Projekten kann ich auch bei einem ganz spezifischen Projekt sehen, wo denn in der Welt oder in Deutschland ist denn dieses Q1 ThyssenKrupp Headquarter, wo wir da was verbaut haben. Ich kann ein Feedback geben. Das wird dann natürlich nicht irgendwie geprüft, sondern wird sofort wie ein Internetkommentar auch unterhalb des Beitrags angezeigt. Und was hier als spezielle Eigenschaft ist, für diesen Projektbeitrag gibt es eine Kundenfreigabe. Der Kunde, also ThyssenKrupp, hat sich schriftlich damit einverstanden erklärt, dass wir mit diesem Projekt Werbung machen dürfen, dass wir dieses Projekt als Referenzprojekt verwenden dürfen. Deswegen kann ich es Ihnen hier auch mit gutem Gewissen zeigen. Und diese Erklärung des Kunden, die ist in References Plus gespeichert und mit dieser grünen Box symbolisiert. Sind aber nur, ich glaube, so um die 300, 350 Beiträge von insgesamt etwa 4000. Und unten haben wir dann noch einen intelligenten Seitenzähler, den kann man auch nicht überlisten, wenn man da irgendwie auf F5 drückt oder sowas. Der zählt also wirklich nur einmal pro Nutzer pro Tag hoch. Dann sieht man auch genau, wie viele verschiedene Leser hat denn dieses Projekt schon gehabt. So schaut dann diese Google Maps Einbindung aus. Das ist eine ganz einfache Google Maps API Einbindung. Kann man dann eben sehen, wo sind die Projekte, kann dann auf dieses Projekt draufklicken und ich kann geografisch gewissermaßen browsen. Was auch noch möglich ist, die Member-Seite habe ich hier mal als Beispiel, die auch wieder nicht nur eine reine Darstellung von Informationen ist, sondern gewissermaßen eine Schaltstelle sein möchte zur Kontaktaufnahme mit einem betreffenden Community-Mitglied. Und so viel kann man da gar nicht machen als Community-Mitglied, denn die meisten Daten, die werden von unserem Siemens Corporate Directory automatisch in References Plus hineinsynchronisiert. Dieses SCD, Siemens Corporate Directory, das ist tagesgenau von den verschiedenen HR-Organisationen weltweit gespeist. Also von daher die Daten, die Telefonnummern, die organisatorische Zugehörigkeit ist in jedem Fall in References Plus korrekt. Aber als Nutzer kann ich drei Dinge machen. Zum einen kann ich mein Bildchen hochladen, zum anderen kann ich mir sogenannte Areas of Expertise, Fähigkeiten verleihen, ähnlich wie Sie es sicherlich von LinkedIn kennen. Diese Fähigkeiten kann ich dann auch anderen Community-Mitgliedern vorschlagen oder bei anderen Kolleginnen und Kollegen bestätigen, also neudeutsch endorsen. Und was ich noch machen kann, ist einen Freitext über mich da reinschreiben. Da kann ich jetzt so einen Kurzlebenslauf oder irgendwelche, den Titel meiner Arbeit, meine momentanen Herausforderungen oder von mir aus auch irgendwelche privaten Dinge über mich verraten. Das ist nicht vorgegeben und aufgrund der Arbeitsgesetze muss das auch freiwillig geschehen. Also das ist nicht flächendeckend, sondern die Entscheidung, ob ein Mitarbeitender sein Bild hochladen möchte, sich irgendwelche Skills verleihen möchte und diesen Text eingeben möchte, ist vollkommen freiwillig und kann auch jederzeit natürlich wieder gelöscht werden. Und alle anderen Daten, die kommen dann von bestehenden Systemen. Wir haben Who is Who, eine weitere BT-weite Skills-Datenbank damit hinein integriert. Die ganzen Kontaktdaten, die kommen von unserem Corporate Directory, sind also wie gesagt immer aktuell, können auch gar nicht vom Mitarbeiter übrigens geändert werden. Das geht alles nur übers SCD. Ich habe da mal ein Feature angeboten, dass man die momentane Lokalzeit sieht, was für europäische Kollegen jetzt vielleicht nicht so prickelnd ist. Aber wenn ich mit jemandem in Australien oder USA ein Telefongespräch plane, dann weiß ich doch ziemlich genau, macht es Sinn, dass ich den jetzt anrufe oder macht es vielleicht weniger Sinn. Angaben wie UTC plus 5 Stunden, die sind oft nicht so ganz zielführend, weil A muss ich wissen, was ist UTC, B muss ich beachten, habe ich jetzt Sommerzeit oder habe ich keine und C muss ich wissen, hat denn der am anderen Ende der Welt Sommerzeit gerade oder hat er keine. Und das ist manchmal mit plus minus 2 Stunden behaftet. Was gibt's noch? Ich habe über den Microsoft Communicator den Availability-Status, also eine Anzeige, ist denn derjenige gerade am Computer aktiv? Und wenn ja, wird so eine kleine grüne Kugel angezeigt. Dann kann man ihn auch über den Microsoft Communicator anchatten, also so eine Instant-Messaging-Session beginnen.
Ich kann direkt aus References Plus heraus eine SMS auf das Handy von einem betreffenden Kollegen oder einer Kollegin senden. Was können wir noch machen? Mit einem Klick sehe ich Kollegen am selben Standort oder im selben Land, falls ich jetzt denjenigen gar nicht erreichen kann. Ich sehe natürlich seine oder ihre Beiträge, sein oder ihr Community-Netzwerk und last but not least eben andere Profilseiten. References Plus, möchte ich nicht verheimlichen, ist nicht die einzige Community-Plattform innerhalb des großen Siemens-Konzerns. Da gibt es natürlich noch andere, sicher Ihnen auch bekannte Namen wie Technoweb, Siemens Social Network, Blogosphere und Wikisphere. Und auch auf diese Profilseiten, falls er denn der Nutzer eine hat, ist aus References Plus zentral verwiesen. Und es gibt einen Hitcounter, der ist jetzt nicht ganz so intelligent wie bei den Projekten, aber zumindest auch so resistent, dass man ihn mit einem Seitenreload nicht einfach so um eins inkrementieren kann. Also Sie sehen, nicht nur eine Anzeige von Informationen, sondern wirklich eine Schaltstelle, eine Kommunikationsschaltstelle, die es eben Mitarbeitenden erleichtern möchte, mit anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Jetzt habe ich Ihnen mehrere Möglichkeiten zumindest kurz anskizziert und es erscheint mir auch ganz wichtig, dass es eben mehrere Kanäle gibt, an die Informationen zu kommen. Nicht nur über klassische Webpages, wir haben solche Widget-Integrationen, solche kleinen Böxlis, wie Sie es von Facebook oder auch von Twitter können, dass wir kontextmäßig passende Informationen in Internetseiten anzeigen. Es gibt geografische Anzeigen in Google Maps und Google Earth. Es gibt die Subskriptionsmöglichkeiten über E-Mail-Alerts und RSS-Feeds und eben den Download in Excel-Dateien. Also es sind wirklich mehrere Kanäle. Und bei der nächsten NoTech, ich hoffe, ich kann da nächstes Jahr darüber berichten, wird es einen weiteren Kanal geben. Wir bauen gerade an einer App für iPhone und für Android-Geräte, aber eben das ist gerade so am Entstehen und der erste Prototyp wird vermutlich in 2 bis 3 Monaten verfügbar sein. Wir stellen eben fest, nicht nur im privaten Umfeld, auch im Unternehmenskontext wird der Zugriff über mobile Endgeräte immer wichtiger. Die Community lebt. Hier einige Nutzerzahlen, das möchte ich Ihnen auch schnell zeigen, die man natürlich nicht mit den Aktivitätszahlen eines Facebooks oder eines Twitters vergleichen kann. Was in Twitter oder Facebook in wenigen Sekunden passiert, da brauchen wir in References Plus schon ein ganzes Monat dazu. Aber mit diesen Zahlen möchte ich Ihnen einfach ein bisschen aufzeigen, die Zahlen schwanken, aber es kommen Beiträge, die Community lebt. Oben die Zahlen sind die unterschiedlichen authentifizierten Nutzer, sofern sie authentifizierbar waren. Es gibt also eine, sage ich mal, Dunkelziffer von schätzungsweise 5 bis 10%, wo die Authentifizierung fehlschlägt aus verschiedenen Gründen. Kann ein Zugriff über VPN sein oder andere Gegebenheiten. Man sieht, wie viele neue Mitglieder sich in References Plus anmelden. Das ist natürlich auch stark von Kommunikationskampagnen abhängig. Im Mai hatten wir zum Beispiel eine Kommunikationskampagne zum 10-jährigen Jubiläum. Das ging an alle BT-Mitarbeitende und haben sich natürlich in der Folge relativ viele neue Mitglieder angemeldet. Es gibt, sieht man auch, die Wissensreferenzen, überhaupt die Beiträge, die schwanken auch. Das kann natürlich auch so ein bisschen an den Sommermonaten sein, an der Urlaubszeit. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind es gute Zahlen und die monitore ich eigentlich ständig und sehe, dass durchaus auch References Plus genutzt wird. Hier mal die Gesamtzahlen von letzter Woche, da musste ich eben die Folien einreichen, die haben sich jetzt auch wieder in den letzten Tagen etwas nach oben bewegt. Und Gott sei Dank von der 90-9-1-Regel, die besagt, dass 90% der Teilnehmer nur lesen und überhaupt keine Beiträge machen, da sind wir Gott sei Dank weit davon entfernt. Also ich denke mal, das sind nicht 90%, sondern die Zahl dürfte sich so bei ungefähr 55% reinen lesenden Nutzern betragen. Etwa 45% haben wenigstens einen kleinen Beitrag, das kann aber auch nur ein Microblog-Posting oder ein Feedback sein, in References Plus geleistet. Ja, mit diesen Zahlen leite ich jetzt über auf meinen Co-Sprecher, den Alex Stocker, und der wird Ihnen dann noch etwas zum tatsächlichen gemessenen und auch zum subjektiv empfundenen Mehrwert von References Plus erzählen. Ja, Johnny, recht herzlichen Dank, dass du mich hier an deinem Erfolg teilhaben lässt. Ich bin ja schon lange im Wissensmanagement, allerdings das erste Mal auf der NoTech. Wie eingangs schon erwähnt, ich kenne den Johnny seit 2009, wir haben uns in Solothurn kennengelernt und seitdem evaluieren wir gemeinsam seine Plattform, also References Plus ist aus meiner Sicht ein idealer Case, kann man sehr viel daraus lernen. Wir verwenden ihn auch auf der Lehre, auf der Uni oder an der FH in Graz, sowohl bei Informationsmanagement-Studenten als auch bei Studenten, die Kommunikation studieren. Ich fasse mir jetzt ein bisschen kurz.
Im Endeffekt, glaube ich, ist es immer wesentlich, dass man zwei Dinge misst. Das eine ist die Nutzung und das andere ist dann Mehrwert, der Benefit. Hier eine Folie, die wesentlich komplizierter ausschaut, als sie ist. Letztendlich kann man unterscheiden zwischen objektiven Bewertungsmethoden, die rechten, und subjektiven Bewertungsmethoden, das sind die auf der linken Seite sind. Subjektive Bewertungsmethoden sind beispielsweise Interviews, Online-Umfragen, wo Leute das, was sie wahrnehmen, subjektiv widerspiegeln. Objektive Bewertungsmethoden sind beispielsweise Nutzungsstatistiken. Die Menschen hinterlassen elektronische Spuren auf den Plattformen, die kann ich sammeln, die kann ich auswerten, das sind objektive Daten, sagen aber nicht wirklich was über die Nützlichkeit oder über den Kontext aus. Den Actual Benefit, hier ist ein Strich, mir ist noch keine Methode bekannt, wie man objektiv mit wissenschaftlich fundierten Methoden tatsächlich einen ROI messen kann. Wenn Sie eine kennen, können Sie mir das dann später zeigen. Ganz kurz, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben letztendlich kombiniert Nutzungsstatistiken und Online-Umfragen. Johnny Müller macht regelmäßig Online-Umfragen. Bei jeder Online-Umfrage hat er eine User-ID, eine kodierte ID, wie gesagt, und diese Online- Die Ergebnisse dieser Online-Umfrage haben wir pro Nutzer verlinkt mit den tatsächlichen Nutzungsdaten. Das ist spannend, wir nennen das Methodenmix und das erlaubt uns, sehr interessante Erkenntnisse zu gewinnen. Ganz kurz, Online-Umfragen, was kann man machen? Hier ist eine Online-Umfrage aus dem Jahr 2011 mit 1500 Responders. Ganz wichtig, ein Sechstel der Nutzer hat innerhalb von 4 Wochen den Fragebogen beantwortet vollständig. Das sagt allein schon einmal was über die Wahrnehmung dieser Plattform aus. Man kann hier schöne Dinge machen, beispielsweise sowas ausrechnen und damit einen finanzorientierten CFO im Streit für IT-Budgets überzeugen. Wie kommen die Dinge hier zustande? Kosten sparen. Die Frage war, inwiefern helfen dir die Inhalte auf References Plus Zeit zu sparen im Angebotsprozess? Und man hat dann auswählen können zwischen mehreren Tagen, einem Tag, mehreren Stunden keine Zeitersparnis. Und die 731 Tage sind kumuliert aus den 1500 Antworten, indem man sehr weit unten ansetzt, also mehrere Hours sind 0,5 Stunden, one day ist ein Tag, several days sind 3 Tage und dann kommt man hier auf einen Wert. Und dieser Wert ist der wahrgenommene ROI, nicht der tatsächliche ROI, aber dieser Wert sagt zumindest eine Tendenz über den Mehrwert der Plattform in Form von Key Performance Indicators aus. Weitere Umfrage aus dem Jahr 2015, die recht aktuelle, mit ca. 1600 Antwortenden. Hier haben wir uns stark darauf konzentriert, wirklich die einzelnen die Nutzung und den Nutzen auszuwerten. Spannend vielleicht hier die einzelnen Inhaltstypen, References, Knowledge, also diese Wissensreferenzen, sehr hoher Nutzen, Diskussionsforen, sehr hoher Nutzen, Microblog, hoher Nutzen. Jetzt bin ich eines zu schnell. Richten Sie vielleicht hier ein bisschen das Augenmerk auf diese untere Darstellung, das, was Sie hier in dem roten Balken sehen, was sehr klein geschrieben ist, wie man es in der Wissenschaft üblicherweise macht, viel Text und kleine Schrift, damit man es im Publikum nicht gut lesen kann, das sind im Wesentlichen Nutzentypen, die man aus der Literatur ableitet. Also was ist der Mehrwert von Social Network? Gibt es unzählige Literatur von Richter, was auch immer, Professor Koch, Professor Lehner, und wir haben letztendlich, oder Johnny hat letztendlich hier 15 Nutzentypen den Leuten zur Auswahl gegeben und hat die Leute sozusagen in der Umfrage voten lassen, was die Hauptnutzentypen sind. Und die Hauptnutzentypen sind letztendlich der Zugriff zu First-Hand-Knowledge, also wirklich zu Wissen und Erfahrung aus erster Hand, ja, nicht von denen, die schon was erzählen, ja, so stille Post, sondern wirklich von denen, die Erlebnisse gemacht haben. Die weiteren 3 Sense of Community, also ein Gemeinschaftssinn, Social Networking, also im Sinne von Beziehungsaufbau und Netzen und Wissensaustausch. Und diese Dinge, die Sie hier sehen, die sind auch jetzt nicht zufällig, sondern die bestätigen auch die Zielsetzung der Plattform. Eigentlich hat ja Johannes die Hauptziele der Plattform vorgestellt und das sind letztendlich dann auch die Hauptnutzen, die hier in der Online-Umfrage herausgekommen sind. Das würde ich jetzt mal sagen, Ziel erfüllt. Was man dann noch machen kann, und ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen drüber, wenn man jetzt kombiniert, was haben die Leute in der Umfrage gesagt und was tun sie tatsächlich auf der Plattform, dann findet man hier beispielsweise raus, also wir vergleichen wahrgenommene Nutzung, ich nutze die Plattform täglich, mit tatsächlicher Nutzung. Und letztendlich hat man hier eine relativ positive Korrelation. Also die Leute, die sagen, sie benutzen die Plattform häufiger, benutzen diese Plattform auch tatsächlich häufiger. Das ist deshalb wichtig, weil man ja auch oft argumentiert bei Online-Umfragen, die Leute lügen ja vielleicht oder geben nicht die wahren Präferenzen an, ist die übliche Argumentation. Durch so einen Vergleich kann man letztendlich recht gut belegen, dass das ganz gut zusammenpasst. Das Gleiche haben wir gemacht mit dem Benefit. Wir haben die Leute gefragt, wie hilfreich ist die Plattform? Sehr hilfreich, weniger hilfreich, überhaupt nicht hilfreich. Und dann haben wir geschaut, die Leute, die gesagt haben, die Plattform ist sehr hilfreich, nutzen die Plattformen und die Wissensreferenzen häufiger und tatsächlich auch ein positiver Zusammenhang. Je hilfreicher die Leute die Nutzung bewerten,
desto häufiger nutzen Sie die Plattform. Gut, hier die Benefits noch einmal zusammengezählt. Ich gehe jetzt etwas auf diese Folie drüber. Vielleicht ganz unten noch das Sprichwort, das kennt man sogar in Österreich. Wenn Siemens nur wüsste, was Siemens weiß, kann man hier mit References Plus umdrehen. Siemens nutzt nun auch, was Siemens wirklich weiß. So, Lessons learned. Was kann man rauslernen? Was sind die Erfolgsfaktoren? Aus meiner Sicht der Fokus auf die Community, wesentlicher Erfolgsfaktor. Der wesentlichste Erfolgsfaktor, und das sage ich jetzt hier auch mit Stolz, sitzt hier. Ich glaube, hier haben wir ein Paradebeispiel, ein Role Model für einen Community Manager. Wir haben ja schon sehr viel über Community Management gehört. Das ist jemand, der das wirklich macht, lebt und gleichzeitig ist er, obwohl er ein extremer Kommunikator ist, ein Top-Kommunikator, auch gleichzeitig der Entwickler. Also er vereint sozusagen das in einer Person und das ist sicherlich ein USP, den man in wenigen Fallstudien findet. Ein weiterer Punkt ist, auch das hat der Johnny schon gesagt, Sichtbarkeit und Support des Top-Managements. Noch besser wäre, Top-Management dazu bekommen, aktiven Beitrag zu leisten. Ich denke, das wäre das Stärkste, was man hier bekommen kann. Usability, selbsterklärende Anwendung, mehrfache Kommunikationskanäle. Also ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, den Inhalt auf der Plattform zu erschließen, von E-Mail über RSS-Feed, über Excel-Exports, über was auch immer, über Widgets. Sicherlich ein wesentlicher Punkt, First-Hand-Knowledge. Also ich rede hier mit den Leuten, die wirklich die Erfahrungen in Projekten gemacht haben und nicht mit Erzählern. Und natürlich, let users immediately benefit from the content, also wirklich Inhalte anbieten, die wirklich nützlich sind. Und jetzt setze ich den Wissenschaftshut auf und dann bin ich fast am Ende mit dem Vortrag. Im Wesentlichen ist das Ding nicht neu. Also man weiß eigentlich seit Davies 1989, Davies et al., dass es zwei wesentliche Faktoren gibt, die die Akzeptanz von einer Technologie, von einer Informationstechnologie beeinflussen. Der erste Faktor ist die wahrgenommene Nützlichkeit, die Usability, und der zweite Faktor ist der wahrgenommene Nutzen. Also wenn ich eine Plattform exploriere, erlebe ich sofort einen Nutzen, nehme ich sofort einen Nutzen wahr. Wenn das der Fall ist, bleibe ich auf der Plattform, wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Community Manager losstarten. Das Video haben Sie gesehen. Wir haben Ihnen erzählt, dass wir viel gemeinsam publiziert haben. Die Publikationen sind auch auf müller24.info auf der Webseite von Johnny Müller verfügbar. Und wir freuen uns jetzt schon auf ein bis zwei Fragen aus dem Publikum. Ich hoffe, die Zeit steht noch zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank. Danke. Und super, dass Herr Stocker gerade noch so ein bisschen auf die Zeittube gedrückt hat. Aber ich will Ihnen gerne noch die Möglichkeit geben, zumindest zwei Fragen zu stellen.